Guten Tag, hier spricht wieder euer Pena Gaming. Oder wie das cool ist, jetzt Bundestrainer von Deutschland zu werden, oder Leute? So, dann fahren wir mal weiter an, spielen wir das nächste Spiel in Bremen. Mann, war das ein aller wo das entschieden war. Wo das entschieden wird, dass ich Nationaltrainer von Deutschland werde, habe ich natürlich gleich zugesagt. Weil das ist eine saucoole Ehre eigentlich. Endlich wieder Nationaltrainer zu sein. Und wir werden hier richtig gut aufspielen, Leute. So, das nächste Spiel hier im Bremer Weserstadion. Und es geht weiter um die deutsche Meisterschaft. Was macht ein Götze so, der Lewidowski so weit hier noch? So Leute, bauen wir erstmal wieder von hinten langsamer. Müller hat nach paar Tagen, Wochen mal wieder eine Pause gekriegt, jetzt darf er wieder ein bisschen spielen. So Leute, wird man weiter natürlich gut spielen. Einwurf oder Eckball, glaube ich, war. Ja, Eckball wieder, natürlich Eckball. Und wieder Eckball, das ist gut, Eckball, Eckball, immer Eckball drin. Wow, das war eine Costa mega gute Chance. Und Müllerten. Holger Badstuber baut hier wieder von hinten auf, wie immer. So, dann solide. Bremen, weil Hannover ist ja dieser Sau gut, eben auf Platz 2.
Da habe ich jetzt lieber nichts gemacht. Es war toll, Ola. Ah, oh, kein Tor, leider. Leider kein Tor, Mann. Schade. Aber eigentlich hat es ein, das war so ein mieses Tor, Leute. Fast hätten. Boah, Mann, Bremen wieder Glück hat. Mann, mehr hätten Glück, Leute. Oh Mann. Costa geht jetzt nicht mehr durch. Boah, Götze, Mann. Fernsch hätte es abwarten sollen, lieber Leute, das wäre besser gewesen. Ah, Müllert wieder. Es Müllert wieder, Müllert, Mensch. Fast eine deutsche Abwehrreihe hin, außer Alaba ist halt Österreich, aber eigentlich Achendeutsch und deutschsprachige Spieler. Oh, la Götze, der Willi. Mann, aber Bremer spielt auch ein gutes Spiel gewonnen. Alle rote, mit rote Willi, nein, Bayern Willi. Alter, meine Kuh, war das glücklich. Heikdal. Oh, war doch Heikdal. Okay, machen wir weiter und immer weiter. So, die erste Halbzeit ist auch schon wieder rum, wie immer. Auch, man sieht hier wirklich schon. Natürlich spielen wir weiter mit unserem Team.
Oh, Mist. Ah, es wird erstmal aufgebaut wieder, aller Bremisch. Ah, der Heber war nicht gut. Oh, Claudio Pizarro ist auch wieder im Spiel jetzt. Aber Bremen macht auch schwer, zeigt Bayern, was sie können. Boah. Bayern hat Glück, dass Bremen keine Chancentoter sind. Weil so, Leute, jetzt wird man wieder den Spieler mal wechseln. Jetzt wird man noch Kimmich einwechseln, dass man noch ein bisschen frische Mittelfeldspieler haben. Das ist dann wichtig, dass wir hier noch ein bisschen ausschnaufen können. Oh, das Spiel wird wieder hart. Den will ich ja aufbauen für das zentrale defensive Mittelfeld, was? Und Norweger würde ich gern sozusagen am liebsten dabei sein, denn wahrscheinlich so neben Götze, wahrscheinlich, würde ich sagen. Da wird dann halt Müller ein bisschen, da wird dann. Aber da wird wahrscheinlich ein Müller mehr ein Außenstürmer. Aber ich bin noch nicht sicher, ich habe mir 3 Jahre, ich werde mir. Zurzeit werde ich einen Nonnitsch einwechseln. Und drin tue ich jetzt das ja nur eins machen, nur Trainingseinheiten machen. Dass er komplett top. Aber man, die beiden spielen echt gut. Götze macht richtig gutes Spiel, Leute. Boah, ein bisschen zu hoch. Bisschen zu hoch, aber es geht ja, Leute, innen. So, jetzt geht Bayern, tut sich ein bisschen offensiver noch spielen. Bayern hat sich jetzt ein bisschen offensiver eingestellt. Boah. Und Alter, ist doch ein Tor passiert. Es Müllert wieder. Der Müllert ist wieder zurück. Müllert.
Das Tor wollen wir nochmal sehen, Alter. Wie schöne Flanke. Und Müller macht wieder sein Tor. Er ist der Müller einfach. Viertelstunde vor Ende. Bayern gewinnt wahrscheinlich wieder. Oh, jetzt können sie wieder ein bisschen offensiver runtergehen. Und jetzt geht Götze wieder, rennt wieder. Müller geht in die Mitte. Boah, Lahm geht drauf, aber naja. Aber Bremen macht einfach viel zu wenig für, mit ihrer Chance, was sie haben. Bremen macht einfach viel zu wenig. Eine so schöne Chance, aber es sind einfach nicht viele Chancen. Und das ist immer gut, Tor zu haben. Aber Tore zu machen, das ist was ganz anderes. Mann, oh Mann, hier geht's richtig. So, Müller geht wieder in die Mitte. Junge, Junge, Bayern spielt einfach ein mega gutes Spiel hier rum. Schönes Spiel spielen Bayern immer. Schöner Fallrückzieher. Und der dritte Sieg in Folge wieder. Der dritte, nächste Sieg und wieder ein Dreier, wieder ein Dreier. Bayern geht langsam nach vorne und immer weiter weg von den anderen Teams. Der Müller hat nur wieder und immer wieder Müller. Oh Gott, Dortmund gewinnt gegen Mainz, zum Glück haben sie gewonnen. Weil sonst wird's heftig, finde ich. So, alles sind wir schon voraus. So, Leute, jetzt tun wir da vorspielen, wie immer. So, Leute, jetzt gehen wir wieder mal so in unser Ding. Schon neue Spieler mal gucken. Also da will ich mal, aber ich denke nämlich, dass er zu uns gewohnt.
Immer gutes Spiel. Ah, der ist Künd, den könnte man mal holen. Tja, nee, den tue ich mal berichten. So, ah, das sind die Spieler, die in unserem Team drin sind. Das einzigste Erde. Tun wir erstmal alle fortsetzen, noch gucke, was sie noch haben. Und dann sehen wir ja mal. So, jetzt schon, was wir dran, schon dran fern. Weiß man, das sind die Transfer, einer das war schon cool. So Leute, schauen wir mal, wie die Dinge aussehen. Ob, 8, 3, ob, der ist aber teuer, aber. So, kriegen wir alle, baut man noch hoch. Dann will ich ja wahrscheinlich ohne den spielen. So, jetzt schauen wir noch ein paar Berufungen. Ja, hören wir uns an, dann können wir mal besser hin. Die nehme ich nicht. Dafür eine Badstube. Lahm ich heute auch. Das tue ich ja nicht mal machen. Nehmen wir mal noch. Hühlbad tue ich rausschmeißen. So, da vorne. Schauen wir mal, wer gut ist. Schulule. Grün, die alle Leute. Podolski tun wir mal nehmen. Hector und Höhle, naja. Guck mal morgen. Trash tue ich auch rausnehmen. Ah, der Fernseher noch gucken, wo wir noch nehmen können. Klose, alles sind. Schau mal nochmal, wer nach herkommen kann. Ah, guck mal, was man für Kräfte, ne? Mensch, ein gutes Spiel, da finde ich, Leute. Oh, das ist ein gutes Spiel. Sind alle mehr könnten gute Spieler und so. Aber dieses Team bleibt nur, wenn man mal abschicken. So, jetzt gehen wir wieder hin. Aber jetzt sagst du mit euer Peter, geh nach wieder. Tschüss, bis dann und PGB.